Hi meine Lieben, ich war bei Sustrene Grene. Diesmal gar nicht viel, weil so viel Neues gab es nicht, aber ein bisschen was durfte mit. Und zwar einmal hier so ein Paket Bleistifte für 84 Cent, 5 Stück. Und was ich cool finde, ist, dass sie schon angespitzt sind. Kennt ihr das? Ihr sucht einen Bleistift, findet einen und dann ist er noch nicht angespitzt. Ja, mit Radiergummi oben. Dann total Zucker, hier so drei kleine Gelstifte in Silber, Gold und Weiß. Was ich gerade witzig finde, ist, wie sie gefüllt sind. Hier ist eigentlich kaum was drin. Ja, ich mache ja Thema Bullet Journaling, 70 Cent übrigens. Und bin immer noch, also ich habe einen guten weißen Stift, aber bin immer noch auf der Suche nach einem dünneren. Und mal schauen, wie der schreibt auf Schwarz. Dann dieses habe ich schon, aber es durfte trotzdem nochmal mit Motivpapier. Ich liebe es von Sustrene Grene. Und das kostet 1,54 Euro. Dann, boah Leute, habe ich so geniale Sticker entdeckt. Einmal diese Variante. Hier steht drauf, with love, from me to you, with love, best wishes und so weiter. Einmal diesen und hier kann man dann auch so eintragen. Zwei Bögen sind da drin, 97 Cent und jetzt schaut mal. Boah. Da mache ich so, boah, geil, muss ich haben. Auch 97 Cent, auch zwei Bögen, finde ich genial. Glitzer, glämmert, total schön. Dann durfte hier ein Metalllineal mit. Hier so zum Anbamsen. Da habe ich schon ein ganz langes auch mal bei Sustrene Grene gekauft. 40 cm war das. Das hat gekostet 1,39 Euro. Ist jetzt 30 cm. Obwohl, nee, dann war das noch länger. Naja. Dann hier so ganz süß, so kleine Umschläge, die benutze ich für Alben mit so Etiketten, die verwende ich nicht in Kombination. 94 Cent, da kann man dann immer noch so kleine zum Journaling, also zum Texte beschriften und nehmen oder kleine süße versteckte Taschen einbauen. Dann habe ich hier total süß so kleine Augen, verschieden guckende Augen entdeckt. Kostet 69 Cent und da sind drin 5 Bögen. Diese. Dann habe ich diese Sticker entdeckt. Da steht zum Beispiel Love, Start Today. Also das ist so planermäßig. Foliert. 2 Bögen sind da drin. Diese und diese. Und hier haben wir auch Love, Fun, Hello, Sterne und so weiter und so weiter. Ideal für einen Planer. Dann habe ich da entdeckt solche Tüten, die ich ebenfalls für Scrapbooking, Mini-Alben oder verwenden würde. Also normalerweise kann man da Sachen drin hier reinpacken und dann hier mit diesen Teilen zukleben, weil hier oben die Schicht ist klar. Total genial. Ja, hat 1,39 Euro gekostet, habe ich in 2 Größen, glaube ich. Ja, genau hier. Und nochmal hier so in fast A5, würde ich behaupten. Da sind 8 Stück drin. Auch mit Sticker. Und die haben auch 1,39 Euro gekostet. Verstehe ich nicht so ganz. Hier sind 2 mehr drin. Überlegt mal. Naja. So, dann gab es da auch so total cool irgendwie. Also so, wo man so denkt, ich weiß nicht. 2x10 Designs. Also jedes Blatt 10x. 2x10. Ja, genau. Hier so Tetris oder pixelig. So, ne? Total cool irgendwie. Dieses. Dann hier sind Streifen, 4x5, also jeweils 5 Blätter. Und hier haben wir wieder 2x10. Da wird, denke ich, das ist dasselbe mit schwarzem Hintergrund, mit so Dreiecken. Hat mir gefallen, durfte mit. Und dann noch 2 Sachen. Achso, die haben übrigens gekostet 1,12 Euro. Die Preise sind immer herrlich bei so Sustrene. Und zwar hier so Hosenträgerverschlüsse, aber... Ich will damit natürlich mal versuchen, ein Album zu verschließen. Mal schauen. Aber sollte eigentlich ganz simpel funktionieren. Deswegen durften die mit. 1,24 Euro. Und ich habe ja jetzt eine Nähmaschine. Die von We Are Memory Keepers. Und die kann halt auch so toll dickes, etwas dickeres Garn nähen. 1,98 Euro. 10 Gramm. Weiß-Silber. Made in Indien. Aha. Ja. Und schon sind wir wieder am Ende. Das war's bei Sustrene Grene. Hinterlasst mir gerne ein Abo oder einen Kommentar oder einen Daumen. Ich würde mich riesig freuen. Bis dann. Tschüss.